Schönen guten Abend. Ich möchte Sie ganz herzlich im Namen des Deutschen Filminstituts und Filmmuseums hier begrüßen zu unserem heutigen Abend zur künstlichen Intelligenz. Wir haben ja hier zurzeit die Ausstellung Digitale Revolution, die noch bis 20. Oktober hier zu sehen sein wird. Sie zeigt verschiedene Aspekte sowohl zur Geschichte, Gegenwart und Zukunft der digitalen Medien. Insbesondere zeigt sie die Möglichkeiten, die digitale Technologien auf das Machen von Kunst bieten. Also es geht schon sehr stark um diese Verflechtung von digitalen Medien und Kunst. Wir hier im Kino werden diese Ausstellung in einem umfangreichen Begleitreihe begleiten. Und ein Aspekt, also wir suchen uns auch so diverse Aspekte hinaus, und ein Aspekt ist natürlich die künstliche Intelligenz. Und wie das mit solchen Themen ist, die liegen eigentlich in der Luft. Und so hat es sich eigentlich sehr schön ergeben, dass dasselbe Thema eben zurzeit auch an der Uni von einem Exzellenzcluster bearbeitet wird. Das heißt, also es gab eine Vortragsreihe jetzt über das Sommersemester, und da lag es eigentlich auf der Hand, dass wir auch gemeinsam kooperieren. Und wir werden jetzt eben zwei Veranstaltungen heute und am Dienstag gemeinsam machen unter dem Titel Talking about the Revolution. Und viel mehr werde ich jetzt gar nicht mehr hierzu sagen, sondern ich übergebe das Wort an Herrn Graf vom Exzellenzcluster, der dann auch die beiden Referenten des heutigen Abends vorstellen wird. Vielen Dank. Ja, sehr geehrte Frau Gikas, sehr geehrte Professoren Alexander Peukert, Vinzenz Hediger, sehr geehrte Damen und Herren, liebe Gäste, ich begrüße Sie am heutigen Abend ganz herzlich im Namen des Exzellenzclusters die Herausbildung Normative Ordnung, auch im Namen unseres Co-Direktors Professor Klaus Günther, der die Veranstaltung heute leider nicht besuchen kann. Wir freuen uns, dass Sie den Weg ins Kino des DFF gefunden haben. Wir freuen uns auch über die gelungene, erneute Kooperation mit dem Deutschen Filminstitut und Filmmuseum im Rahmen der Ausstellung Digitale Revolution zu einem Thema, das auch für die Forscherinnen und Forscher des Exzellenzclusters von besonderem Interesse ist. Der Exzellenzcluster ist ein interdisziplinärer Forschungsverbund, der sich mit Krisen, Konflikten, Herausbildungen und Herausforderungen normativer Ordnungen beschäftigt. Solche Ordnungen können politischer, rechtlicher, kultureller oder technologischer Art sein. Wie sie sich verändern, wie sich daraus Herrschaftsstrukturen kristallisieren und wie sich Macht und Lebenschancen auch auf transnationaler Ebene verteilen, erforscht unser Forschungsverbund. Auch die Felder der neuen Medien, des Internets und der künstlichen Intelligenz, die uns in ihrem Verhältnis zum Recht beschäftigen werden, lassen sich als hochgradig dynamische und sicher nicht konfliktfreie normative Ordnungen begreifen. An diesen Gegenständen besonders interessant ist, dass die mit ihnen verbundenen Neuerungen etablierte normative Ordnungen in Frage stellen, verschieben oder gar aufbrechen. Hierzu befindet sich gegenwärtig in unserem Forschungsverbund ein Forschungsnetzwerk durch Christoph Burchardt mit dem Namen Die Normative Ordnung Künstlicher Intelligenz, NOKI, in Gründung. Dieses Projekt verfolgt das Ziel, informationstechnische und normative Grundlagen sowie Auswirkungen von KI aus juristischer Perspektive zu erforschen. Christoph Burchardt wird am kommenden Dienstag, dem 16. Juli um 20.15 Uhr, hier mit Vinzenz Hediger sprechen unter dem Titel »Verzerrt das Kino die KI? Ein Gespräch über Privatheit, IT-Vertrauen und Repräsentation anhand von The Circle«. Heute soll es jedoch zunächst im Hinblick auf das Kino um Fragen nach veränderten Bedingungen der Filmproduktion und unserer Vorstellung vom Autor und Urheberschaft gehen. Und zwar in dem konkreten Fall, in dem das Filmschaffen durch eine künstliche Intelligenz übernommen wird. Wir freuen uns, dass sich zur Diskussion dieser diffizilen Thematik heute zwei Experten aus dem Kollegium des Exzellenzclusters zusammengefunden haben, die ich Ihnen nun kurz vorstellen möchte. Alexander Peukert ist seit 2009 Inhaber des Lehrstuhls für Bürgerliches Recht und Wirtschaftsrecht mit Schwerpunkt im internationalen Immaterialgüterrecht an der Goethe-Universität Frankfurt am Main. Er studierte und promovierte in Freiburg im Breisgau, nach Referendariat in Berlin und San Francisco und zweitem juristischen Staatsexamen war er von 2001 bis 2002 als Rechtsanwalt in Berlin tätig. Zwischen 2002 und 2008 war Peukert wissenschaftlicher Referent und Leiter des USA-Referats am Max-Planck-Institut für geistiges Eigentum, Wettbewerbs- und Steuerrecht in München.
2008 habilitierte er sich mit der Schrift Güterzuordnung als Rechtsprinzip an der Ludwig-Maximilians-Universität München. Peukert beschäftigt sich in seiner Forschung mit den inzwischen weltweit anerkannten Rechten des geistigen Eigentums. Sein besonderes Augenmerk gilt dabei der Analyse von Konflikten, die sich am Ausbau dieser Schutzrechte entzünden. Zu seinen wichtigsten Monographien gehören Urheberrecht in der Reihe juristischer Kurzlehrbücher, München, 18. Auflage 2018, die Gemeinfreiheit, Begriff, Funktion, Dogmatik in der Reihe geistiges Eigentum und Wettbewerbsrecht, Tübingen 2012 und die Habilitationsschrift Güterzuordnung als Rechtsprinzip in der Reihe Jus Privatum 2008. Vinzenz Hediger ist seit 2011 Professor für Filmwissenschaft an der Goethe-Universität Frankfurt. Er wurde 1999 an der Universität Zürich promoviert und war bis 2004 Postdoktorand am dortigen Seminar für Filmwissenschaft. 2004 erfolgte die Berufung auf den neu geschaffenen Krupp-Stiftungslehrstuhl für Theorie und Geschichte bilddokumentarischer Form an der Ruhr-Universität Bochum, den er bis zu seinem Wechsel nach Frankfurt innehatte. Seine Forschungsschwerpunkte liegen im Bereich der Geschichte und Ästhetik des Films, der Geschichte der Filmtheorie, Filmökonomik und der Wissensgeschichte der Medien. Zuletzt von ihm erschienen sind Medienökonomien, Special Issue on Media and Economics, Zeitschrift für Medienwissenschaften Nummer 17, 2018. Post When, Post What, Thinking the Moving Image Beyond the Post-Medium Condition, Milano 2017 und Essays zur Filmphilosophie, zusammen mit Lorenz Engel, Oliver Fahle und Christiane Voss, 2015. Wir sind nun gespannt, was Alexander Peukert und Vinzenz Hediger uns über das Verhältnis von künstlicher Intelligenz und Kino zu berichten haben. Noch einmal herzlich willkommen. Wir freuen uns auf die Diskussion und die anschließenden Filme. Okay, vielen Dank für die Einführung. Vielen Dank für Ihr Interesse. Der Exzellenzcluster Normative Orders ist ein Forschungszentrum, an dem Diskussionszusammenhänge entstehen, die es sonst wo nicht so ohne weiteres gibt. Zum Beispiel Diskussionszusammenhänge, in denen eben Immaterialgüterrechtler und Filmwissenschaftler gemeinsame Themen entwickeln und zusammen am Tisch sitzen und einen kleinen Einblick in diese Werkstatt wollen wir Ihnen heute Abend geben, ausgehend eben von der Frage nach der Autorschaft im Zeichen der künstlichen Intelligenz. Diese Veranstaltung, wie Herr Graf auch schon gesagt hat, steht im Zusammenhang mit der hier laufenden Ausstellung zur digitalen Revolution im Kino. Und man könnte die beiden Veranstaltungen, die wir hier machen, heute und am Dienstag, vielleicht verklammern unter der übergeordneten Frage, wie revolutionär ist eigentlich die digitale Revolution im Kino, beziehungsweise wie grundlegend, fundamental sind die Umbrüche der bestehenden Ordnungen, und das sind dann jetzt für diesen Diskussionszusammenhang zunächst mal normative Ordnungen, die im Zeichen des Übergangs zu neuen Produktionstechnologien und Distributionstechnologien im Kino auftreten. Auf dem Spiel steht für die Filmwissenschaft doch auch einiges. Sie haben der Ankündigung entnehmen können, dass diese beiden Abende sich beschreiben lassen als im Zeichen stehend von zwei Schlüsselbegriffen der Filmwissenschaft. Am Dienstag geht es um Repräsentation. Die Filmwissenschaft ist eine Disziplin, die sich unter anderem mit der Frage beschäftigt, und zwar seit Krakauer spätestens, inwiefern filmische Darstellungsformen normative, sozial-normative Kraft haben, also Rollenverständnisse prägen, Handlungsmöglichkeiten eröffnen oder beschneiden oder einschränken. Und an genau diesem Punkt werden Christoph Burchard und ich dann am Dienstag nochmal ansetzen. Christoph Burchard vertritt die These, kontraintuitiv vielleicht für Kinoliebhaber, dass das Kino gerade nicht den Vorstellungs- und Möglichkeitsraum der Entwicklung der
künstlichen Intelligenz eröffnet und uns gewissermaßen hilft, uns vorzustellen, wie eine Welt sein wird, in der es künstliche Intelligenz geben wird. Seine These ist im Gegenteil diejenige, dass er sagt, das Kino hält die Entwicklung der künstlichen Intelligenz auf. Und von dieser These ausgehend werden wir dann am Dienstag diskutieren. Das ist aus filmwissenschaftlicher Sicht eine ganz wunderbare These, weil sie sich in Analogie setzen lässt zu gewissen Diskussionen in der feministischen Filmtheorie über patriarchale Darstellungsformen im Kino seit den 70er Jahren. Aber das ist eine Preview of Coming Attractions und darüber werden wir am Dienstag sprechen. Alles okay? Gut. Heute steht im Zentrum ein anderer Schlüsselbegriff, der eben aber nicht nur ein Schlüsselbegriff der Filmwissenschaft ist, sondern auch der Rechtswissenschaft, nämlich der Begriff der Autorschaft. Ich bin zuständig für die filmwissenschaftliche Seite und kann vielleicht kurz erklären oder in Erinnerung rufen, in gewisser Weise ist es evident, was auf dem Spiel steht mit dem Begriff der Autorschaft in der Filmwissenschaft. Man könnte es vielleicht so sagen, die Filmwissenschaft, soweit sie sich an Universitäten etabliert hat, was vor etwa 30 Jahren passiert ist, verdankt ihre Existenz einer ganz bestimmten Konzeption von Autorschaft, beziehungsweise der Applikation eines personalisierten Konzepts von Autorschaft auf eine Kunstform und ein Medium, das von seiner Struktur und Anlage her eigentlich eher eine industrielle Kunstform ist und eine kollektiv organisierte. Das ist eine wichtige diskursive Operation gewesen, die man geografisch lokalisieren kann und auch historisch. Die Idee, dass Filme einen Autor haben, taucht auf in Frankreich in den 20er Jahren und dient, formuliere das jetzt mal in diesen Begriffen, diskursstrategisch, der Abgrenzung des französischen Kinos vom amerikanischen. Also die Franzosen, die französischen Kritiker, Kritikerinnen, Filmemacher, Filmemacherinnen und da gibt es tatsächlich eben auch schon Frauen, die da mitdenken und mitdiskutieren, zum Beispiel Germaine Dulac, die Filmtheoretikerin und Filmregisseurin, die in den 20er Jahren Filme dreht, die markieren die Eigenheit ihres Filmschaffens gegenüber dem marktdominanten amerikanischen Filmschaffen, indem sie eben sagen, bei uns ist die Regisseurin oder der Regisseur die prägende Künstlerpersönlichkeit, wir machen Autorenkino und das grenzt uns ab vom industriell fabrizierten amerikanischen Kino. Wenn man das jetzt gewissermaßen marxistisch liest, kann man sagen, das ist eine direkte Reaktion auf die nach dem Ersten Weltkrieg unaufhaltsame Marktdominanz des amerikanischen Kinos im europäischen Markt. Das ist gewissermaßen eine Defensivstrategie, die aber große Konsequenzen hat, weil damit eine rhetorische Option gegeben ist, in der Filmproduktion, aber auch in der Filmpraxis, die erhebliche Konsequenzen haben wird. Diese Selbstbeschreibung des französischen Kinos als Autorenkinos, wenn man das historisch anschaut, geht durch bis in die 50er Jahre und ist eigentlich fest etabliert. Und was dann in den 50er Jahren passiert mit den berühmten Filmkritikern der Cahiers du Cinéma, ist eigentlich nur eine Erweiterung dieses Autorenkonzepts auf andere Formen des Kinos. Die Originalität von Truffaut und Godard und den Kritikern der Cahiers du Cinéma in den 50er Jahren besteht nicht darin, dass sie sagen, richtiges Kino ist Autorenkino, sondern sie besteht darin, dass sie sagen, auch im amerikanischen Kino gibt es Autoren, zum Beispiel Hitchcock oder Howard Hawks, was im französischen Diskussionskontext dieser Zeit ein Skandal ist. Ne? Also das sind Industriefilme und das sind eben genau nicht Autorenfilme, aber sehr gut funktioniert, weil damit dann ein Kanon des Weltkinos gebaut werden kann, der sehr weit über die französischen Landesgrenzen hinausreicht. Und damit komme ich zurück auf die, sagen wir mal, epistemologisch fundierende Funktion dieses Konzepts für die Filmwissenschaft in dem Moment, in dem es gelungen war, zu sagen, es gibt große Künstler im Kino und es gibt einen Kanon von Werken und es ist nicht nur eine Marotte des französischen Kinos, Autorenfilme zu machen, sondern die gibt es überall, gibt es eine Grundlage, die Forderung aufzustellen, dass die Beschäftigung mit dem Film akademische Dignität kriegen soll. Denn wenn man sich eingliedern will in
den Fächer der Kunstwissenschaften, dann braucht man einen Kanon und man braucht große Künstler, die miteinander über Filiationsbeziehungen des Beeinflusstwerdens verbunden sind. Und das gelingt dann auf der Grundlage dieser, sagen wir mal, Globalisierung des Autorenkonzepts für Film, die eigentliche Leistung der Filmkritik der 50er Jahre darstellt und damit ist eine plausible Grundlage für die Filmwissenschaft gefunden. Ich selbst stelle eine spätere Generation von Filmwissenschaftlern dar. Ich habe die ganze Zeit immer nur über Dinge geforscht, die kein Autor haben. Industriefilme, Tierfilme, Trailer, so ein Zeug. Das zeigt aber die Reife des Feldes an, dass man sich das leisten kann, nicht? Und dass man trotzdem in Frankfurt Professor für Filmwissenschaft werden kann, obwohl man nicht die ganze Zeit Bücher über Hitchcock und Godard und Hawks schreibt. Aber es ist gleichwohl nach wie vor natürlich eine der grundlegenden Kategorien der Filmwissenschaft. Und da gibt es eben eine Schnittstelle zur Rechtswissenschaft und eine der Fragen, die wir heute diskutieren wollen, ist auf jeden Fall, wie die beiden Autorenbegriffe konvergieren oder auch divergieren. Und wir wollen das tun ausgehend von einem Beispiel, nämlich einem künstlerischen Roboter, wenn man so will, oder einem Algorithmus, einem kreativen Algorithmus, der hier schon beschrieben wird, wie Sie sehen, der den Namen Jan Bott trägt. Und die erste Formulierung ist schon mal interessant, das können wir dann auch noch dekonstruieren. Jan Bott ist the first filmmaking bot hired by the Eye Film Museum to bring film heritage to the algorithmic age. Das heißt, da findet eine Personalisierung statt, nicht? Das ist eine Arbeitskraft, die offenbar eingestellt werden konnte. Und es wird auch suggeriert, dass der bezahlt wird. Das müsste man dann nochmal abklären. Es ist auf jeden Fall ein Lohnarbeitsmodell, das aus Rechtsansprüchen oder auf Rechtsansprüchen fundiert ist, das da evoziert wird. Und über diese Fiktion können wir dann auch gleich noch sprechen. Jan Bott ist ein aus Open Source Tools zusammengeschraubtes Programm. Die Tools sind hier beschrieben. Also es gibt ein Element von Computer Vision Technology, es gibt ein Metadaten generierendes Tool, das Filmmaterial indexiert und suchbar macht. Und dann gibt es eine Crawler-Funktion, die sozialen Medien nach Leitthemen jeden Tag absucht und diese dann aufgreift und verknüpft mit digitalisiertem Filmmaterial aus dem Archiv des Nederlands Filmmuseums. Dann entstehen daraus kurze Filme, von denen wir gleich noch einige anschauen werden, so ein Dutzend oder ein bisschen mehr pro Tag, die dann auf dieser Website, aber auch über Instagram, Facebook und Twitter verbreitet werden. Der Ausgangspunkt, ich will das nur ganz kurz beschreiben, und Alexander Pöckert erklärt uns dann gleich, ob und inwiefern das alles überhaupt revolutionär ist oder nicht schon längst diskutiert. Der Ausgangspunkt ganz konkret für das Nederlands Filmmuseum ist die Frage, was machen wir eigentlich mit unserem Archiv? Eine wichtige Funktion filmkultureller Institutionen ist natürlich die Bewahrung des audiovisuellen Erbes. Damit ist es aber nicht getan, sondern, und das ist auch eine Mission dieses Hauses hier, man erfüllt seine Mission als filmkulturelle Institution natürlich erst dann, wenn man für die bewahrten Schätze auch ein Publikum findet. Und die eigentliche Funktion von Jan Bott ist es, bestimmte Elemente des Archivbestandes, des Nederlands Filmmuseums eben in Zirkulation zu setzen und dem Publikum mit einer in gewisser Weise automatisiert zugänglich zu machen. Also man könnte auch sagen, in gewisser Weise ist Jan Bott nicht nur ein Künstler, sondern auch ein Kuratorenroboter, der ständig Publikum generieren soll. Das Material, das bearbeitet wird, ist alles gemeinfrei.
Das heißt, es stammt aus dem Bereich der Sammlung des Nederlands Filmmuseum, die den Bereich der Orphans, verweisen, Filmmaterialien zuzuweisen ist, also Elemente von Filmen, von denen man gar nicht weiß, wo sie hingehören, oder von Auszüge aus Filmen, deren Rechte eben in den Public Domain gefallen sind, weil die Urheberrechte abgelaufen sind. Deswegen ist das Material, das werden Sie auch sehen, alles historisch und stammt aus den 10er und 20er Jahren. Das ist aber Material, das im Nederlands Filmmuseum einen wichtigen Teil der Sammlung darstellt. Und das Interessante an diesem Modell, Jan Bott, ist nun, dass das in gewisser Weise eine Fortsetzung und Weiterentwicklung eines kuratorischen Modells ist, das im Nederlands Filmmuseum in den 90er Jahren entwickelt wurde. Die sogenannten Bits and Pieces Rollen sind da, sagen wir mal, der erste Schritt. Das Nederlands Filmmuseum ist eine filmkulturelle Institution, die mal auf der Kippe stand in den 80er Jahren, als das in den Niederlanden das New Public Management überall Einzug erhielt, also die betriebswirtschaftliche Neukonzeption der öffentlichen Verwaltung. Und da wurden eben alle Institutionen auf den Prüfstand gestellt. Und es ging dann typischerweise so, dass Ministerialvertreter im Museum aufschlugen und sagten, ihr habt 3 Wochen Zeit, um uns zu sagen, weshalb es euch weiterhin geben soll, sonst werdet ihr dicht gemacht. Und das Nederlands Filmmuseum hat darauf reagiert, indem es seine Mission völlig neu erfunden hat. Nicht mehr einfach eine konventionelle Kinemathek blieb, die die kanonischen Werke der Filmgeschichte, eben Hitchcock, Howard Hawks und all das, zeigte, sondern was passiert ist, ist, dass die Leiterinnen und Leiter des Archivs ins Archiv oder in der Institution ins Archiv gegangen sind und geschaut haben, was sie sonst noch alles da haben oder beziehungsweise was sie haben, was dem Archiv gehört und was sonst niemand hat. Und was sie dabei entdeckt haben, ist unter anderem die größte Sammlung von Pathé-Kurzfilmen aus der Zeit von vor dem Ersten Weltkrieg, die von einem Amsterdamer Kinobetreiber zusammengestellt und dem Archiv geschenkt wurde, beziehungsweise vermacht wurde in den 50er Jahren. Und eben diese Bits and Pieces, also Ruinen von verloren gegangenen Werken, vermeintliches Ausschussmaterial, das dann aber von Eric de Kauper und Mark Paul Meyer und ihren Mitarbeitern aufbereitet und zu Reels zusammengesetzt wurde, also zu Programmen, die einfach nur aus Fragmenten bestanden und die dann auch an Festivals und öffentlichen Veranstaltungen und im Kino gezeigt wurden. Das hat einen wunderbar poetischen Effekt. Man trifft irgendwelche Fragmente aus völlig unbekannten Filmen an und weiß eigentlich nicht, wo die hingehören und eben verweist das Material ohne Ende. Und die Serie umfasst mehrere hundert solcher Reels mittlerweile. Und das ist aber ein kuratorisches Konzept gewesen, das eben vor 25 Jahren entwickelt wurde und eine Zeit lang auf Festivals sehr inspirierend funktioniert hat. Das aber eben immer noch eine Programmierungsarbeit einer Kuratorin oder eines Kurators erfordert, die sich mit diesem Material auseinandersetzen. Und Jan Bott ist nun in gewisser Weise der nächste Schritt. Man packt einfach das Material in Digitalisaten auf einen Server und setzt diesen Roboter drauf und der kuratiert das dann für uns, die wir keine Zeit mehr haben und eben nur noch Filme anschauen, die auf Twitter oder Facebook in 2 bis 3 Minuten oder weniger zu sehen sind. Um diese Einführung kurz abzuschließen, würde ich sagen, wir schauen uns ein paar von diesen Dingen an. Sie haben hier auf dieser Website, ich glaube, es ist einfach janbott.com, also wenn Sie es googeln, dann finden Sie es ganz einfach, mehrere Unterseiten. Das hier ist da können Sie Jan Bott beim Arbeiten zuschauen, wie er oder sie, ist nicht so klar, ist, aber es konnte angestellt werden, es muss irgendeine, wobei, gut. Die Sachen
entwickelt, also den Crawler durchs Netz schicken lässt, Trending Topics zusammensucht und das dann mit dem indexierten Material verrechnet. Eben, hello Internet, what's happening today, let's see. Das ist natürlich zunächst mal aufs niederländische Publikum gerichtet, aber die meisten Trends sind weltweit. Serena Williams ist eine Option. Das Zittern von Angela Merkel. Peter Crouch, ein Fußballer. Der Griezmann-Transfer nach Barcelona. Ja, Mann, weißt du, Fußball. Tranmer versus Liverpool, das bin ich etwas. Tommy Robinson, ah, Twitter down, genau, ist auch ein Thema. So, und, Moment, ich bin ein. Ja. So. Und dann kann man hier schon die ersten Resultate anschauen. Das hier zum Beispiel ist ein Twitter down Video. Ich hoffe, ich schaffe das, das anzuklicken. Kurze Frage, sind diese Textteile auch, die werden auch generiert, ja, genau, vom Bot? Genau, okay, weil genau. Die müssen nicht unbedingt Sinn machen. Nee, die sind manchmal nahezu grammatisch und manchmal überhaupt nicht. Also es sind teilweise, also es ist ein bisschen wie vom Verfahren her wie Écriture-Automatik natürlich, ne? Die wo einfach Begriffe aufgerufen und irgendwie kombiniert werden. Und das sind Kurzfilme, die dann als Loops laufen. Jetzt schauen wir uns mal den nächsten an. Zu René Favaloro. Weiß jemand, wer René Favaloro ist? Das ist dann wahrscheinlich ein niederländisches Thema. Vielleicht noch einer mehr. Ein weiterer Twitter-Down-Film. Okay, soweit mal zu dieser Merkgruppe. Das ist noch ein kurzes Video zu einem aktuellen Fußballspiel.
das jetzt mal laufen und diskutieren weiter. Aus filmwissenschaftlicher Sicht könnte man jetzt natürlich dem Autorenparadigma folgend die Frage stellen, ja, ist das denn Kunst? Und in welchem Sinne kann man das überhaupt auf derselben Ebene behandeln wie Found-Footage-Filme, die mit diesem Material arbeiten, Peter L. Peltz arbeiten, Lyrisch Nitrat ist ein Film, der oder eine Serie von Filmen, die entstanden sind in den 90er Jahren auf der Grundlage dieses Bildarchivs des Nederlands Filmmuseums. Also das war auch eine frühere Strategie des Filmmuseums war, ist Filmemacherinnen, Filmemacher, zum Beispiel den österreichischen Filmemacher Gustav Deutsch nach Amsterdam einzuladen. Hm? Es macht nervös, genau. Gut. Wir schauen uns einfach den Katalog an. Eben das war eine frühere kuratorische Konzeption, war es Filmemacher an das Archiv ranzusetzen und zu sagen, mach mal. Und daraus sind dann durchaus auch Werke entstanden, die in den Kanon des Experimentalfilms eingegangen sind. Und eine mögliche Frage hier wäre die nach dem Kunstwert. Das ist aber nicht die, die uns heute eher interessiert, sondern es ist die Frage nach der Autorschaft in einem juristischen Sinne, nach den Besitztiteln, um die es da gehen kann. Und das ist nun, wie Alexander Parker gleich erklären wird, nicht eine Frage, die so neu ist wie diese Filme. Ja, also vielleicht sage ich erstmal ein ganz kleines bisschen was zum Konzept der Urheberschaft, weil das auch auf Frankreich zurückführt, was ja in deiner Einführung doch jetzt eine wesentliche Rolle gespielt hat. Also von Autoren im heutigen urheberrechtlichen Sinne hat man zuerst in einem englischen oder britischen Gesetz, im eigentlich ersten Copyright Act gesprochen, 1710, Statute of Anne. Da hieß es also, die Autoren, offensichtlich von Schriften zunächst mal, haben Rechte. Dieses Autorenrecht aber ist noch nicht das Urheberrecht, wie wir Deutschen es heute nennen, sondern es wird ja im angloamerikanischen Rechtskreis unverändert Copyright genannt, nicht wahr? Also die Engländer hatten früh den Begriff des Autors ausgemacht für dieses Rechtsgebiet, aber würde ich sagen, sind bis heute in einem stark instrumentellen Verständnis dieses Rechtsgebiets geblieben, weshalb es Copyright, Recht zum Kopieren oder Recht an der Kopie genannt wird und der Autor in der Bezeichnung dieses Rechtsgebiets gar nicht auftaucht, nicht wahr? Das Copyright, das kann ja jedem zustehen, potenziell eben auch einer Maschine vielleicht sogar. Dann von Urheberrechten, wie wir Deutschen reden, oder eben in Frankreich droit d'auteur, die Rechte der Autoren, das kam erst im späten 18. Jahrhundert mit den Revolutionsgesetzen 1791, 93 dann erstes französisches Urheberrechtsgesetz, wo das heute in Kontinentaleuropa, aber auch weltweit dominante Modell das erste Mal voll formuliert worden ist. Nämlich nicht nur, dass die Autoren Rechte haben, sondern dass die Rechte an ihren Werken haben, die ihnen zustehen, weil sie von der Person abstammen, den Stempel der Persönlichkeit tragen und so weiter. Ja. Und das ist das kontinentale Modell, was von Frankreich aus ausgestrahlt ist in die ganze Welt, auch nach Deutschland. Und eben im Gegensatz noch immer ein Stück weit steht zum eher eben instrumentellen Copyright, das in Großbritannien und im Vereinigten Königreich im gesamten Common Law so gilt. Später haben sich die Unterschiede ein bisschen sind geringer geworden, aber an so neuralgischen Punkten wie zum Beispiel, wer kann eigentlich originärer Inhaber der Rechte sein, unterscheidet sich das unverändert, nicht wahr? In Frankreich und in Deutschland kann es immer nur die natürliche Person sein, wo das mindestens eine logische, berühmte fiktionale logische Sekunde mal ist, und dann geht es zum Produzenten oder zum Arbeitgeber, aber niemals darf das gleich beim Arbeitgeber liegen, ja, das wäre ein Bruch mit der reinen Lehre, das muss immer bei der natürlichen Person sein, während die Amerikaner, aber auch die Niederländer zum Beispiel,
durchaus sich der Idee nähern können, dass Rechte an Arbeitgeberwerken gleich beim Arbeitgeber liegen. Ne? Und das könnte sozusagen der Subtext dieser Einleitung da sein, dass natürlich dieses Filmmuseum die Rechte daran geltend macht, was hier generiert wird. Und das passt eigentlich auch zu der Erläuterung, die du hier zu dem ganzen Hintergrund gegeben hast. Das heißt, also in Copyright-Gebieten, in Copyright-Ländern kann man sich der Vorstellung, dass Rechte bei jemandem liegen, der selber nicht kreativ gewesen ist und bei dem es sich auch nicht um eine natürliche Person handelt, also um einen Menschen, sondern um eine juristische Person, eine Corporation insbesondere, kann man sich nähern und hat man gar keine Probleme damit. Es geht nur darum, dass es überhaupt Rechte gibt und dass man die handeln kann. Es geht nicht darum, dass man jetzt eine persönliche Schöpfung hier belohnen möchte. Ja? Apropos persönliche Schöpfung, das muss man auch immer wieder in Erinnerung rufen. Das deutsche Urheberrechtsgesetz spricht eben wirklich vom Urheber als dem Schöpfer des Werkes. Also eine ganz klar religiöse Konnotation da auch drin. Und völlig unstreitig, dass das immer nur ein Mensch sein kann, auch kein Affe oder sonstiges Tier. Das ist der urheberrechtliche Hintergrund und das, was du noch anspieltest, warum die Diskussion so neu eigentlich nicht ist, das bezog sich nicht auf die lange Urheberrechtsgeschichte, sondern auf die KI, künstliche Intelligenz oder Artificial Intelligence Diskussion. Denn in der Vorbereitung habe ich herausgefunden, dass Gespräche, wie wir sie heute Abend führen, mindestens schon vor 28 Jahren geführt worden sind, nämlich 1991 in Stanford. Überhaupt das erste Mal aufgetreten ist die Frage 1965, wo offenbar jemand zum amerikanischen Copyright Office gegangen ist und dort angemeldet hat für ein Copyright. Damals und noch heute gibt es dort sozusagen das System, dass man ein Copyright hinterlegen muss, um bestimmte Rechte geltend machen zu können. Der brachte dort ein computergeneriertes Werk, legte der vor. Ich habe in den Stellungnahmen dazu nicht herausgefunden, was genau es sich handelt, aber in dem Antrag auf ein Copyright war von einem computer-generated work die Rede. Dieser Antrag ist zurückgewiesen worden. Es ist da kein Rechtsstreit draus geworden, aber seither ist dieser Tatbestand urheberrechtsnotorisch und ist seither auch dauernd diskutiert worden. Also 1976 hat es in den USA eine große Expertenkommission gegeben, die sich der Frage gewidmet hat und dann aber zum Ergebnis kam, nö, also wir haben eigentlich gar keinen Sachverhalt, über den wir reden konnten. Also das war so ein bisschen völlig fiktional. Heute haben wir ja offensichtlich Sachverhalte, die diskussionswürdig sind. Und das ging weiter bis in die 80er Jahre. Und bemerkenswert ist, dass es im Vereinigten Königreich eine spezielle Regelung im Urheberrecht gibt für Computer-Generated Works. Bevor ich verrate, wem die zustehen, da mache ich jetzt mal so einen kleinen Cliffhanger. Also jedenfalls haben die eine. Weil sie eben sich überhaupt dem Gedanken näher treten, weil sie dem Gedanken näher treten können, dass es sowas geben kann und dass es vielleicht nicht beim Urheber liegt, während das in Deutschland sowieso so früh nicht diskutiert worden ist und auch sehr fremd erscheint. Also die 60er Jahre sind auch die Zeit, da wir über Film und Experimentalfilm sprechen, in der tatsächlich zum ersten Mal computergenerierte Werke auftreten. Also Experimentalfilme von John Whitney zum Beispiel, die dann aber natürlich von der Institution des Kunstbetriebs aufgefangen werden, dadurch, dass die Autorschaft dem Künstler, dessen Namen dranhängt, dann doch wieder zugesichert wird. Und das scheint mir analog zu sein. Ein Beispiel, über das wir im Vorgang diskutiert haben, oder zwei Künstler, die eine Herausforderung für in diesem Zusammenhang darstellen, sind natürlich Duchamp und John Cage. Nicht? Duchamp, der einfach den Flaschentrockner ins Museum stellt und sagt, das ist jetzt Kunst. Und Cage, der ganz viele verschiedene Dinge macht, die herausforderungsreich sind,
2 Minuten 21 Sekunden Stille zum künstlerischen Werk erklären. Oder ein sehr schönes Beispiel, eine Kompositionstechnik von Cage bestand darin, dass er Plastikfolien mit grafischen Mustern drauf zusammengestellt hat und Musikern, die seine Werke spielen wollten, in einem Umschlag diese Plastikfolien zugeschickt hat. Und da gab es eine Tabelle dazu, wo die verschiedenen Symbole vermerkt waren und Maßeinheiten drauf waren. Und die Aufgabe bestand darin, diese Plastikfolien einfach in die Luft zu schmeißen und auf dem Boden liegen zu lassen und dann diese Tabelle zu nehmen und Distanzen auszumessen und die dann umzusetzen in Klangwerte und daraus eine Partitur zu machen. Das heißt, jedes Mal, das Werk ist immer ein völlig neues, die Instrumentierung kann man wechseln, in diesem Fall waren Solo-Instrumente. Und da gibt es in gewisser Weise einen Algorithmus für die Generierung des Werks, also diese Tabelle. Und der eigentliche schöpferische Akt ist aber der des Aufwerfens der Folien. Und da kann man ja nicht sagen, dass das eine künstlerische Ausdrucksgeste sei oder sowas. Da kommt das Aleatorische rein oder der Zufall. Und da wird dann diese Öffnung gemacht. Aber auch in diesem Fall könnte man sagen, die Institutionen des Kunstbetriebs, die Kritik, die Museen, die Konzertsäle haben dafür gesorgt, dass das eigentlich ganz gut in die bestehenden institutionellen Zusammenhänge eingefügt wurde. Wie sieht das aus urheberrechtlicher Sicht aus? Also, soweit ich das verstehe, wird hier ja der Werkbegriff vor allen Dingen ironisiert. Das Ergebnis ist eigentlich nicht mehr in den Begriffen zu fassen, wie es das Urheberrecht vorsieht. Aber nicht die, es wird trotzdem eine Urheberschaft geltend gemacht, sogar, soweit ich das verstehe, sehr stark. Hier wird aber die Urheberschaft in Frage gestellt, während der Output, wenn man sagen würde, das hat eine natürliche Person generiert, auch wenn es vielleicht nicht sonderlich ansprechend ist im ersten Zugriff, hätte man heute keine Schwierigkeiten zu sagen, das ist ein Werk, nicht wahr? Weil ein Minimum an Kreativität da reingeflossen ist und fertig. Aber dieser Fall hier und andere sind eben möglicherweise doch noch herausfordernder in gewisser Weise als jetzt solche Beispiele, die du gerade genannt hast, weil es gar nicht mehr möglich ist, eine natürliche Person zu benennen, die hierfür Verantwortung tragen kann. Und da sind in der durchaus umfangreichen juristischen Literatur zu diesem Thema, die es gibt, einige Fallgruppen rausgearbeitet worden. Also eine ist, da fängt man an dann zu sagen, ja, dass, wenn ich irgendein Werkzeug einsetze, ein Fotoapparat zum Beispiel, beim Beginn der Fotografie gab es in der Urheberrechtsdiskussion auch Fragen, ja, ist der Fotograf überhaupt Urheber? Was macht denn der da überhaupt? Ist da was Kreatives dabei? Das war eine große Diskussion, aber man hat das so gelöst zu sagen, ja, da ist ja wenigstens die Auswahl vielleicht des Bildes und andere Maßnahmen, die gegriffen werden, genügen, dass der Fotograf Urheber ist. Der setzt einfach ein Werkzeug ein, so wie den Pinsel oder anderes. Und damit versucht man dann sehr viele Fälle abzudecken, ja, vom Fotoapparat bis zur Kamera und so weiter, was es da alles an Werkzeugen geben kann. Die zweite, schon etwas schwierigere Variante ist, wenn Software zum Einsatz kommt, die eben ein Ergebnis hat. Und vielleicht waren das die Fälle in den 60ern, wo aber noch nicht die unvorhersehbare Zufälligkeit vorhanden ist, die hier drin ist. Das Besondere dieses Falles ist ja, dass man, wenn der Algorithmus gestartet wird, man nicht weiß, was das Ergebnis sein wird. Und zwar, was noch das Besondere dieses Beispiels ist, nicht mal dann, wenn man den ganzen Datensatz der Filmdatenbank kennt. Denn dann weiß man noch nicht, welche Trends gerade eingespeist werden. Und selbst wenn der Nutzer irgendwo draufklickt, ist also auch der Einzelnutzer, also wir haben keinen Einfluss darauf, was am Ende rauskommt. Also weder das Filmmuseum noch der Nutzer, der zugreift, sondern in der Zusammenfügung so vieler Variablen
kann eigentlich niemand sozusagen sagen, ich habe einen bewussten Prozess gestartet, an dem ein vorhersehbares Ergebnis am Ende steht. Und das ist der Fall, wo eigentlich flächendeckend gesagt wird, das kann keine Urheberschaft mehr erzeugen. Da haben wir ein urheberloses Produkt. Das liegt einfach daran, weil eben das Werk nicht vom Urheber getrennt werden kann. Die beiden Begriffe gehören eben seit der Französischen Revolution untrennbar zusammen und lassen sich nicht operationalisieren, wenn eins fehlt. Deswegen müsste man nach heutigem Recht sagen, dass der Output, also hier diese Filme, keinen besonderen Rechtsschutz genießen. Das wäre das Zwischenergebnis. Nun gibt es zwei Autoren dieses Algorithmus, also einen Filmemacher und einen IT-Techniker, die nun aber auch wieder, und das ist sehr deutlich gemacht, Open-Source-Software zusammengeschraubt haben. Also da hat keine originäre Entwicklungsarbeit stattgefunden, sondern es wurden Instrumente kompiliert, man kennt es ja aus der Fantasie des Spielzeugroboters, nicht? Der wird irgendwie, oder so wie E.T. sein Telekommunikationsinstrument zusammengeschraubt hat, um mit den Außerirdischen in Kontakt zu treten, aus lauter Spielzeug aus dem Kinderzimmer seiner Gastgeberfamilie. Das ist in gewisser Weise das Gestaltungsprinzip, aber das Zusammenschrauben dieser Elemente, das ist ja ein urheberrechtsfähiger Akt. Ja, und ich schulde ja auch noch die Auflösung des Cliffhangers, wie das denn die Briten machen. Ja. Dort steht im Gesetz, dass die Rechte an computergenerierten Werken demjenigen zustehen sollen, ja, jetzt habe ich das nur, by whom the arrangements necessary for the creation of the work are undertaken. Also der die Arrangements erstellt hat, die für die Kreation des Werkes erforderlich sind. Und da würde man bei diesen beiden Personen möglicherweise landen und sagen, die sind Miturheber dieser Filme. Das Gegenargument aber ist, jedenfalls in der Literatur, das gilt doch nur, wenn die sozusagen einen Plan hatten, was am Ende rauskommt. Da werden dann Analogien zu Fällen gezogen, wie es gibt einen Künstler, der große Skulpturen herstellen lässt, Stahlskulpturen, aber die selbstverständlich nicht selber sozusagen bauen kann, sondern dann Techniker braucht, die das dann tun. Und da sagt man ja, der Urheber einer solchen großen Skulptur oder Plastik ist nicht der Handwerker, der dann die Anweisungen umsetzt, sondern das Mastermind, was dann da dahinter steht. Soweit kann man die Urheberschaft noch abstrahieren. Das muss man nicht derjenige ist der Urheber, der irgendwas ganz konkret ein Artefakt herstellt, sondern derjenige, der die Anweisungen gibt, wenn sie konkret genug sind. Aber das klappt hier auch nicht. Ne? Weil, also jedenfalls könnte man das, würde ich das auch in Frage stellen, weil da wirklich nur eingespeist wird und keine Anweisung gegeben wird. Ne? Die Maschine ist ja nicht nur Werkzeug und sie ist auch nicht nur Gehilfe, sondern sie generiert durch die hohe Zahl der Variablen das Ergebnis dann doch selbst. Deswegen kann man mit diesen Konzepten hier möglicherweise auch nicht weiterkommen. Aber da ist die Frage, ist das eigentlich schlimm? Ich glaube, das müssten wir auch irgendwann mal aufwerfen. Juristen, gerade diejenigen, die Urheberrecht betreiben, haben dann vielleicht so ein Horror Vacui. Ja, also das kann ja nicht sein, dass irgendwas auf der Welt ohne Rechte existiert. Das ist schlimm. Da sollte man sich auch möglicherweise nochmal fragen, stimmt das denn? Also in diesem Fall zunächst mal, eine Rechtfertigung für so ein Recht kann nicht von irgendeiner persönlichen Erwägung herauskommen. Also wir wollen die Persönlichkeit des Urhebers schützen, hat hier offensichtlich, spielt keine Rolle. Ne? Also warum sollten wir dann solche Rechte geben? Eigentlich, wenn überhaupt, dann nur, weil wir
einen Effekt erzeugen wollen, also die Konsequenzen irgendwie sind bedenklich, wenn wir keine Rechte geben. Jetzt zeigt dieses Beispiel, wer erzeugt eigentlich solche Filme? Im Moment ist das offenbar mit Steuermitteln finanziert, erstens. Und zweitens, was kann eigentlich mit den Ergebnissen gemacht werden? Also das weiß ich im Moment gar nicht. Kann man die Filme runterladen und sozusagen reproduzieren, wieder kopieren und auf seine eigene Homepage stellen und versuchen, Traffic zu machen? Das wäre ja ein Fall, man sagt, da ist jemand als parasitärer Trittbrettfahrer unterwegs. Das weiß ich gar nicht, ob das geht. Und an der Stelle könnte dann das Filmmuseum kommen und sagen, Moment mal, du nimmst ja jetzt unser ganzes Material. Das ist zwar gemeinfrei, aber was die Maschine gemacht hat, das ist ja was Neues und damit, das ist jetzt der größte Clou und damit machst du hier deine Umsätze. Oder eigentlich noch eindrucksvoller, dieser Fall, den ich fand, ich muss den Namen, vielleicht kennt das jemand von Ihnen, dieses Gemälde, was bei Christie's verkauft worden ist für über 400.000 Banksy. Da weißt du mehr darüber. Also das Gemälde, das sich selbst zerstört hat nach der Auktion. Nee, das meine ich nicht. Warte mal, ich muss. Ich hatte es mir doch hier extra notiert. Nein, ein Computer hat ein Gemälde erstellt und das ist als Gemälde verkauft worden. Hier steht es doch. Christie's, genau. Das Bild heißt Bellamy Family. Da können Sie nachschauen, für $432.500 versteigert. Und das hat ein Computer, auch auf der Basis so einer Datenbank, ist das dann von einer Maschine gemalt worden. Und das sieht so, ich weiß nicht, das sieht so aus wie so frühes 20. Jahrhundert oder so, oder spätes 19. Das hat jetzt jemand erworben. Und jetzt stellen wir uns mal vor, der erwirbt das natürlich als Geldanlage und denkt, das ist jetzt das erste wirklich große computergenerierte Werk, was in der Kunstszene angenommen wird. Und das wird in 30 Jahren groß ausgestellt und dann gibt es da Postkarten davon. Und dann wird Geschäft gemacht mit diesem Bild, ne? Und da wird dann plötzlich ein Vermögenswert generiert und dann wird es interessant. Das Ergebnis der Computerarbeit, wenn die wieder kopiert wird, da könnten Rechte, da besteht dann Interesse an diesen Ergebnissen und an Rechten vor allen Dingen. Aber in diesem Fall, also wenn du hast schon darauf hingewiesen, dass die Niederländer eher der Common Law Tradition zuneigen die in diesem Falle dann eine Klausel zur Anwendung käme, wie eben diese britische Klausel, die der Institution, die das Arrangement macht, organisiert, eigentlich die Rechte zuschreibt. Ja, okay, ich habe ja versucht zu sagen, das hilft nach einer Meinung auch nicht mehr, weil eben das Ergebnis, das der Computer generiert, auf keine natürliche Person zurückgeführt werden kann. Da ist ein Bruch. Und der Bruch ist in der Künstlichkeit des Ergebnisses, das durch so viele Variablen erzeugt wird. Ne? Also auch wenn man, wie vielleicht ich auch als Unwissender, skeptisch ist gegen dem ganzen Gerede mit der künstlichen Intelligenz und so weiter, muss man doch anerkennen, dass niemand vorhersehen kann, wie der nächste Film aussehen wird. Ne? Und da gibt es auch keinen konkreten Plan. Und das ist schon der Punkt, wo es eben bricht, wo praktisch die Verbindung zwischen natürlicher Person und Artefakt zerbrochen ist. Und da hilft dann auch kein Transfer mehr auf den Arbeitgeber, weil es, das könnte helfen, das könnte helfen, wenn man sagt, unabhängig von irgendeinem Creative Input. Ne? Im britischen Recht ist ja immer noch von der Creation of the Work die Rede. Ne? Und das ist immer noch die Zuweisung zu einer natürlichen Person. Es wird eben diskutiert, ob man nicht unabhängig von der natürlichen Person jetzt Rechte zuschreibt. Das wäre die nächste Frage. Wem könnten wir sie denn geben? Der Maschine selbst? So, das ist die ganz fancy Idee, die von Rechtstheoretikern mit großer Begeisterung erörtert wird, ja, also Rechte der Maschinen, auch Rechte der Tiere gibt es, aber Vermögensrechte der Tiere und der Sachen.
Und das scheint mir aber jedenfalls an dem Punkt dann keinen Sinn mehr zu machen, wenn man fragt, ja, wer ist jetzt mein Schuldner und wo ist das Vermögen zugeordnet? Ne? Im Vermögensrecht geht es ja immer darum, Vermögen zuzuweisen und das hat dann jemand und der ist mein Schuldner. Und der muss das dann zahlen und dann gibt es eine Insolvenz vielleicht, aber es muss eine Vermögenszuordnung geben. Und da gibt es jedenfalls im geltenden Recht gar nichts, dass man, da müsste man Stiftungen, man müsste am Gedanken der Stiftung irgendwie ansetzen. Aber das ist allenfalls theoretisch erörtert. Also die Maschinenrechte, das ist da die sind jedenfalls, ja, es wäre auch die Frage, wenn man der Maschine Rechte gäbe, dann müsste man auch die Maschine identifizieren, was in dem Fall eigentlich auch schon unterlaufen ist, weil es Open Source Software ist, deren sozusagen auch Geschlossenheit gar nicht gegeben ist. Also da ist das Projekt hier schon sehr gut und klug offenbar an die Grenzen der Offenheit, also sehr weit Richtung Offenheit gegangen. Mhm. Wobei die Maschine hat einen Namen und sie spricht in der ersten Person. Ja. An der Oberfläche. Ich habe mich gerade gefragt beim Zuhören, ganz kenntnisfrei, es muss doch eine Literatur von Präzedenzfällen geben von Leuten, die ihr Vermögen an Haustiere vererben wollten. Und das habe ich jetzt nicht vor. Ja, wie man damit umgeht. Erben können eben auch nur Personen. Das Recht ist, das Vermögensrecht ist, ja, ist auf Personen zugeschnitten. Das ist der Zentralbegriff des modernen Privatrechts und um den dreht er sich. Ne? Und insofern ist das auch eine Herausforderung übers Urheberrecht hinaus. Ja. Das wäre doch auch noch ein wichtiger Punkt, den wir hier machen können, ohne dass ich den beantworten kann. Und ansonsten könnte man natürlich eine naheliegende Lösung wäre, wenn man nicht diese Personenfigur über Bord werfen möchte, die Rechte dem Investor zu geben. Das wäre eigentlich die Copyright-Lösung, ne? Nicht an irgendjemanden anzuknüpfen, der irgendwas Kreatives hier gemacht hat, sondern an den zu geben, der das Geld dafür aufgewendet hat. Das wäre keine Innovation, nicht wahr? Das haben wir auch im deutschen Recht. Der Tonträgerhersteller, der Filmhersteller, der Filmproduzent ist einer der klassischen Fälle eines Investors, der nicht kreativ ist, aber ein eigenes Schutzrecht bekommt. Und das könnte man für Investoren in solche computergenerierten Werke sich auch vorstellen. Dass man sagt, wir wollen das belohnen und anreizen, dass es sowas gibt und dafür kriegt ihr ein Recht. Ja. Wieder wäre die Frage, macht das Sinn? Ja. Um da gleich noch einzusteigen, die klassische Rechtfertigung für das Urheberrechtsregime oder für das Copyright-Regime ist ja die Rechtfertigung durch wirtschaftlichen Anreiz. Also gesagt, wir brauchen das, damit Leute überhaupt bereit sind, in Immaterialgüter Zeit und Talent und Geld zu investieren. Und man kann ja im Rückblick auf die 300 und ein paar zerquetschte Jahre seit dem Statue of Anne sagen, das hat unglaublich gut funktioniert, denn die Medienwirtschaft, die sogenannte Kreativwirtschaft, wie sie seit etwa 10 Jahren heißt, kennzeichnet sich ja dadurch, dass da eine Ökonomie nicht des Mangels, sondern des totalen Überflusses herrscht. Nicht? Es gibt nie zu wenig Drehbücher, Romanmanuskripte, Bilder, sondern es gibt eigentlich immer viel, viel, viel zu viel. Und Wertschöpfung findet eigentlich nur in einem sehr kleinen Segment statt, wo dann eben die Blockbuster sind oder die durch die Institutionen kanonisierten und durch Auktionen valorisierten Kunstwerke. Man kann auch sagen, wozu das überhaupt? Es gibt so viele kreative Werke, da braucht man doch eigentlich nicht noch diese Maschinen, die auch noch was produzieren und diese Überflusssituation noch verschärfen. Ja, okay, könnte man sagen, aber nun sind sie halt da, könnte man sagen. Verbieten kann man das sicherlich nicht. Ich dachte, dein Kommentar lief darauf hinaus, ja, hat denn das Urheberrecht in Bezug auf Menschen überhaupt eine Anreizfunktion? Lässt die sich nachweisen? Und das ist sicherlich zweifelhaft, aber die für mich inzwischen überzeugendste Rechtfertigung des Urheberrechts ist, soweit eine Marktwirtschaft herrscht, ist es ungerecht, Autoren
unter den Regeln der Marktwirtschaft leben zu lassen, ihnen aber keine Rechte zu geben, mit denen sie in dieser Marktwirtschaft überleben können, nicht, wenn es eine Nachfrage gibt. Das ist eben der Beitrag der Autoren, dass das geschrieben wird und so weiter. Und wenn sie solche Rechte nicht hätten, könnten sie eben kein Einkommen erzielen mit dem, was sie beitragen, kein marktkonformes Einkommen, sondern höchstens irgendwelche Subventionen. Ich denke, da ist sozusagen die strukturelle Funktion all dieser Rechte, die gehören eben zur Marktwirtschaft. Aber für Computer würde ich zunächst mal eine ganze Weile lang bestimmt nichts machen und warten, ob es ein Problem gibt. Ne? Traditionell, konservativ, insbesondere Common Law-mäßig, würde ich sagen, jetzt zeig mir mal einen Fall, wo jemand gestritten hat und kein Recht bekommen hat und wir empfinden das als ungerecht. So einen Fall ist bisher noch nicht gezeigt worden. Ne? Sofort eine Frage noch. Das war ja jetzt, was du gerade gesagt hast über das Überleben in der Marktwirtschaft, ist ja sowas wie die kürzeste Zusammenfassung deines letzten Buches. Stimmt, hätte kürzer sein können. Noch weniger als 25 Worte. Wo du eben eigentlich diesen ganzen religiösen Unterbau abräumst und sagst, Urheberrechte sollte man sich als Privilegien denken. Ja, das ist nochmal eine andere Perspektive auf diese Geschichte, warum Privileg, also jetzt hast du den Begriff aufgebracht, das waren ja immer Privilegien gewesen, bis eben zur Französischen Revolution, wo man dann zum Eigentum übergegangen ist, aber eigentlich nur aus dem Grund, weil man eben alle Privilegien abgeschafft hat. Mhm. Für die Autoren Rechte behalten wollte in der sich formierenden Marktwirtschaft, die konnte man aber nicht mehr Privileg nennen, obwohl ihre Wirkung genau dieselbe ist. Nicht? Das Urheberrecht oder Patente oder so sind eben Privilegien. Nur diese Person darf kopieren und nur diese Person darf den Film zeigen und so. Und das hat man jahrhundertelang Privileg genannt und seit Französischen Revolution nennen wir das geistiges Eigentum. Dieser Schritt dahin. Also wie gesagt, ich würde das sicherlich beobachten, wie sich das entwickelt, aber einen Grund hier mit Rechten einzuschalten sehe ich nicht, insbesondere das vielleicht auch noch. Es ist ja nicht möglich und wäre auch illegal, jetzt das Filmmuseum zu hacken und irgendwie die Software dort auszulesen, die ganzen Daten auszulesen und einen konkurrierenden Jan Bott laufen zu lassen. Das wäre eine Markenrechtsverletzung wahrscheinlich. Das wäre sicherlich ein Verstoß gegen Geheimnisschutz. Das wäre eine Rechtsverletzung an den Datenbankrechten. Das Filmmuseum hat nämlich eine Datenbank, in die es investiert. Und da gibt es Rechte dran. Das heißt, die Betreiber solcher Services genießen Rechtsschutz, nur der Output, weil er von der Maschine kommt, der ist dann sozusagen als Ergebnis nicht geschützt. Das ist ein bisschen die schwierig zu verstehende, aber de lege lata geltende Situation. Bevor wir, was wir gleich tun werden, die Diskussion öffnen zum Publikum hin, vielleicht noch eine kurze Spekulation darüber, in welche Richtung das gehen kann. Also du hast jetzt deutlich gesagt, sowas markiert einen Bruch eigentlich. Also bei der Konnex zwischen Werk und natürliche Person klar getrennt ist. Und man kann sich ja fragen, welche Art von Applikationen für solche Programme es möglicherweise gibt. Also hier werden lustige Experimentalfilme surrealistischen Zuschnitts generiert. Es gibt aber in den Medienindustrien durchaus schon konkrete Anwendungen, wo KI in generativer Absicht eingesetzt wird. Netflix ist eine große Blackbox in vielerlei Hinsicht. Es kommen bei mir immer Studierende in die Sprechstunden, die sagen, ich will was über Netflix machen, und ich sage dann immer viel Glück, weil all die guten Fragen, die Studierenden stellen, nicht zu beantworten sind, weil die natürlich nicht rausrücken mit Details über das, was sie eigentlich tun. Aber wir wissen ungefähr, was sie tun. Und etwas, was sie tun, ist vor allem Nutzerdaten
auswerten und daraus versuchen, Schlüsse zu ziehen, was die Leute eigentlich sehen wollen. Das ist die alte Fantasie der Filmindustrie, zu wissen, was die Leute sehen wollen. Es funktioniert nie, weil die Erfolge in den Medienindustrien immer überraschende Gewinner sind und man das eigentlich nie voraussehen kann. Aber Netflix arbeitet immer noch an diesem Phantasma einer gewissermaßen datenbasierten Definition dessen, was das Publikum eigentlich sehen will. Und das ist dann, obwohl am Ende dann wieder Personen eingestellt werden, die dann die Projekte ausführen, eigentlich schon eine algorithmische Fassung von Kreativität. Und in China, natürlich immer in China, gibt es vergleichbare Ansätze, die bei den populäre Romane gewissermaßen über KI weiterentwickelt werden, also Storylines ausgetestet werden und geschaut wird, wie viele Leute dann jeweils das Kapitel des Tages lesen und dann versucht man das in diese Richtung weiterzuentwickeln. Also KI wird in den Medienindustrien, wenn man so will, eingesetzt, um den Gap zwischen dem, was man anbietet und dem, was ankommt, sukzessive kleiner zu machen. Der ist strukturell nicht zu überwinden. Eine klare, dafür gibt es eine einfache informationsökonomische Begründung, aber an dieser Fantasie wird gearbeitet. Und das ist ein Bereich, in dem sicher im Moment viel in solche Techniken investiert wird. Ja, wo ja es nicht unmittelbar um einen Output gibt, aber es geht, aber es gibt ein wichtiges Beispiel, wo maschinenbasierte, urheberrechtlich geschützte Werke generiert werden, nämlich Google Translator und andere Übersetzungsmaschinen, nicht wahr? Die sind ja wirksam und werden weitflächig benutzt und mir fällt gerade auf, da ist wieder der Text das Erste, wo es, sagen wir mal, auch in ökonomisch relevanter Weise eingesetzt wird, weil Text wahrscheinlich relativ einfach noch aufgrund der relativ geringen Variablen zu bearbeiten ist. Und da könnte man sich vielleicht auch vorstellen, dass eben die Übertragungen in andere Sprachen, wenn sie von einem Menschen erstellt würden, zweifellos ein Übersetzer-Urheberrecht erzeugen würden, während die von dem Softwareprogramm erstellten Übersetzungen möglicherweise auch urheberrechtsfrei sind, weil diese Algorithmen ja auch dauernd lernen, was ist jetzt die richtige Übertragung dieses Wortes und also das Ergebnis der Übersetzung für die Schreiber der Software nicht vorhersehbar ist, zumal ja derjenige, der den zu übersetzenden Text eingibt, da auch noch eine größere Rolle spielt. Und das finde ich ein interessantes Beispiel dafür, wo das auch einen ökonomisch klaren Effekt hat. Aber bisher jedenfalls gibt es auch noch keinen Fall, nach meinem Wissen, wo die Übersetzungsergebnisse dann kommerziell verwertet werden würden. Ne? Aber das ist auch nicht das Geschäftsmodell von Google natürlich, sondern die stellen diese Dienstleistungen zur Verfügung. Also, und im Übrigen, wenn man Streit will, muss man einfach dieses Programm über aktuelle Hollywood-Filme laufen lassen. Das geht dann ganz schnell. Nicht? Dann kommt die Polizei am nächsten Tag. Ja, gibt es Fragen und Kommentare aus dem Publikum, Anliegen, Diskussionsanliegen, die wir einbringen wollen? Ja, bitte. Das Mikrofon kommt zu Ihnen, damit alle an der Frage partizipieren können. Ich habe eine Frage zum Zufallsbegriff. Ich weiß nicht, ob Sie wissen, wie genau das Programm sozusagen funktioniert, aber sind die Archivbeiträge sozusagen verschlagwortet, dass wenn das Programm auf Twitter oder wo auch immer sucht, dass sozusagen das unter einem bestimmten Aspekt zusammenwürfeln kann, dann doch nicht so zufällig, wie man vielleicht denkt? Ja, soweit ich das verstanden habe, ist es einerseits so, dass es natürlich die Indexierung, die bestehenden Indexierungen des Materials gibt, mit denen das Programm arbeitet, aber es gibt auch eine Deep Learning Komponente, wie das so schön heißt, also das Programm erinnert sich dann daran, was es mit dem Material gemacht hat und das sind zusätzliche Metadaten, die beim Auffinden möglicher neuer Verknüpfungen
hilfreich sind. Das ist gewissermaßen die Lernkomponente. Und in diesem Sinne kann man davon ausgehen, dass je länger das Ding läuft, das Archiv nochmal neu vermessen, indexiert wird und dass dann möglicherweise auch ganz andere Verbindungen entstehen und Rekombination des Materials möglich sind. Ist das eine sinnvolle Antwort? Okay. Ja, bitte. Eine Frage aus dem Hause. Danke. Ist auch ganz ungewohnt, in diesem Mikrofon zu sprechen. Also erstmal wollte ich sagen, kürzlich hat Karl Lagerfeld seiner Katze sein ganzes Vermögen vererbt. Also das gibt es tatsächlich. Und die zweite Frage ist, es gibt ganz viele Streitereien um Urheberrecht doch in der Musik eigentlich und um Samples, die benutzt werden. Und es gab doch letztens diesen Fall, dass die Rolling Stones für Bittersweet Symphony, der in den 90ern Hit war, haben die immer das Geld kassiert und haben das jetzt, glaube ich, vor einem Jahr erst beigelegt, dass das The Verve einfach jetzt alle Rechte gekriegt haben und jetzt zum ersten Mal tatsächlich Geld dran verdienen. Und ich wollte fragen, also in der Musik gibt es ja das eigentlich sehr oft, darum gibt es im Film das nicht in der Form eigentlich. Lautet die Frage, ob es im Film Sampling gibt oder ob es solche Rechtsstreitigkeiten gibt? Oder ja, also ich finde, das ist ja so eine Art Sampling. Oder nicht? Also Sampling verstehe ich so, dass zunächst mal wieder ein Mensch eine vorhandene Aufnahme nimmt und die in eine andere einbaut, egal wie groß, oder sogar nur aus Fragmenten etwas Neues macht und das verwertet. Und das ist ja hier insofern zunächst mal juristisch unproblematisch, weil eben die Filme gemeinfrei sind. Also die Filme selbst, an denen bestehen keine Rechte mehr. Und hinzu kommt, dass das Filmmuseum ja auch selber die Digitalisierung vorgenommen hat und da auch auf dem Material sitzt. Also da ist keine Sampling, das juristisch umstritten ist, ist dann umstritten, nicht wahr, wenn eine Band eben von anderen ein Sample nimmt. Und da gibt es ja auch dieses Kraftwerk-Beispiel in Deutschland mit Sabrina Setlur, wo seit inzwischen 30 Jahren und kein Ende ist absehbar über eben ein 2-Sekunden-Sample gestritten wird. Wenn man das auf diesen Fall anwenden würde, dann wäre die Frage, ein Dritter übernimmt ein Fragment eines computergenerierten Werkes, genau, in sein Produkt. Ne? Ist das dann eine Rechtsverletzung an diesem computergenerierten Werk? Und da wäre wieder die Antwort nein, wenn es dafür keinen Urheber mehr gibt. Ja? Ja, aber der Computer kann das ja nur machen mit rechtefreien Filmen, oder? Ich kann jetzt nicht hergehen und sagen, ich nehme jetzt meinetwegen, der macht jetzt kleine Filme aus den neuesten Marvel-Filmen. Genau, das war das, was der Vincent Hediger gerade sagte. Also es ist eine Rechtsverletzung, ein Computerprogramm zu schreiben, das eben mit Hollywood oder sonstigen Filmen, die unter Urheberrechtsschutz stehen, da etwas erzeugt. Nicht? Und da sind kleinste Schnipsel geschützt. Deswegen nehmen Sie da nur gemeinfreie Sachen, wenn Sie das machen. Also dazu, aber da kennst du dich viel besser aus, gibt's natürlich eine ziemlich ausführliche juristische Literatur. Also die Appropriation Art, Streitfälle, Postkartenrechte, Sampling, all sowas, da gibt's wirklich ziemlich viel. Das war auch ein großes Thema in der Law and Economics Schule. Also Posner und Landes haben ja dazu viel gemacht. We have a question up front. Können Sie kurz aufs Mikrofon warten? Damit alle im Saal hören, okay. Was Sie fragen. Sagen wir, eine Person schreibt eine Storyline für eine Redakteur, sagen wir Zack Snyder. Er konnte das vielleicht alleine nicht der Stil annehmen, der diese Redakteur mag. Aber er gibt der Maschine die Storyline. Der schreibt die Storyline vielleicht ein bisschen detailliert, aber die Maschine stellt das Werk her. Was passiert dann? Ja, also das ist die Frage, welche Rolle hat ein Gehilfe?
bei der Werkerzeugung. Das hatte ich vorhin auch schon versucht anzudeuten. Da kommt es darauf an, da stehen zwei Fragen im Raum. Welche Rolle hat der Gehilfe oder die Maschine? Ist die wirklich nur ein Werkzeug, das nach Anweisungen produziert, dann bekommt keine Rechte, ne? Keine eigenen Rechte, bloßes Werkzeug menschlicher oder anorganischer Natur. Das ist die eine Antwort und die andere Frage bezieht sich auf das Mastermind. Hat denn der Hintermann, hat der Rechte am Ergebnis, wo dazwischen ein Gehilfe ist? Und da lautet die Antwort, nur wenn die Vorgaben so präzise sind, dass das Ergebnis schon vom Plan erfasst ist. Also wenn eben der Hintermann, das Mastermind sagt, mach mal das und das und da ist schon klar, was als Ergebnis kommen wird. Und da bejaht man eine Urheberschaft, obwohl selber nichts ausgeübt wurde, sondern nur Anweisungen gegeben wird. Und je unspezifischer das ist oder je unvorhersehbarer das Ergebnis, desto stärker ist das Argument gegen eine Urheberschaft dieser entfernten Person. Und da kommt es dann, und im Übrigen kommt es drauf an. Ne? Kommt auf den Einzelfall an, wie es eben ist. Da kann man nicht abstrakt beantworten. Ich habe vielleicht tatsächlich daran anschließend eine Frage, nämlich wenn wir davon ausgehen, dass vielleicht die Maschine doch eine Urheberfunktion einnimmt, hypothetisch gesprochen. Wer wäre denn der Rechtsnachfolger dieser Maschine? Also kann die Maschine sterben und verfallen nach 70 Jahren die Rechte? Und wenn ja, wohin? Ja, also funktional ist das ja eine Erzeugung von neuen Content. Ne? Das ist ja neuer Content, der da erstellt wird. Und insofern ist das eine Kreation. Die Juristen, daran dann ein subjektives Recht zu geben, das funktioniert wieder nur, wenn es eine Person gibt. Also wir hatten gerade gestern auch im Cluster eine Diskussion über die Privatrechtsgeschichte der Neuzeit, also eine viel größere Diskussion, und die These war, ja, der Kern dieses Rechtsdenkens ist die Person und das subjektive Recht, und die hängen auch untrennbar zusammen, ne? Aufgrund noch viel zahlreicher weiterer Erwägungen. Das heißt, für jemanden wie mich, muss ich sagen, ist es eben ganz schwer auch vorstellbar überhaupt, subjektive Rechte an irgendeinem Artefakte zu geben, die so, ne? Höchstens Stiftung, ja? Und das ist schon sehr voraussetzungsreich. Die brauchen ja auch eine Genehmigung und so weiter, ja. Deswegen selbstverständlich kann da niemand sterben. Und da kommt dann auch keine Vererbung in Betracht. Das funktioniert so alles nicht. Und ich denke, es macht auch keinen Sinn, vielleicht um doch noch mal ein bisschen deutlicher zu werden. Die Rechtsordnung, was ist denn der Sinn der Rechtsordnung? Der Sinn der Rechtsordnung ist doch zwischen Menschen letztlich am Ende des Tages Rechte und Pflichten zu erzeugen, ne? Und Verhalten auch zu steuern. Und deswegen muss man immer irgendwann eine Zuweisung zu einem menschlichen Verhalten haben, und das muss auch in einer Weise sein, dass der, den es begünstigt oder verpflichtet, das auch steuern kann. Und es macht keinen Sinn für meine Begriffe, sozusagen von Menschen losgelöste Rechtspositionen zu verteilen, weil das entweder wirkungslos ist oder aber eigentlich nur verdeckt, wer begünstigt wird. Ne? Also dann müssen wir schon fragen, cui bono, also wen wollen wir denn begünstigen hier und wen wollen wir verpflichten? Das muss immer ganz klar sein, und solange das nicht klar ist, würde ich sagen, wird nichts gemacht. Da kann man aber, ja, Sie haben eine Frage? Das Mikrofon kommt gleich. Zwischendurch, vielleicht kann man dann an die Tierrechtsdiskussion hier nochmal anschließen, aber die Animal Rights Diskussion ist eine, die ursprünglich aus der Philosophie rauskommt und ist ja im utilitaristischen Zusammenhang immer an die Leidensfähigkeit der Tiere
gebunden, aber das ist etwas, was sich in das Rechtsverständnis, das du gerade skizziert hast, oder die Definition von Rechtsordnung, die du gerade skizziert hast, immer noch einträgt, weil es gewissermaßen eine einseitige Selbstverpflichtung des Menschen zur Respektierung der Rechte der Tiere. Genau, das bringt man dann in der Begrifflichkeit Rechte vor, nicht weil wir so wahnsinnig Rechte fixiert sind, aber am Ende des Tages geht es um eine Verpflichtung von Menschen, die eben einen bestimmten Umgang nicht vornehmen sollen. Genau, weil wir nachher läuft der Terminator, und wenn dann die künstliche Intelligenz irgendwann so weit ist, dass es solche künstliche Intelligenzen gibt, die so funktionieren, die also selbst irgendetwas wahrscheinlich kreativ machen oder sich autonom bewegen, müsste man das Recht umstellen in Computer oder? Ja, also das ist eine realistische und wichtige Diskussion, nämlich die Frage etwa der Haftung für den Einsatz von Maschinen, auch selbstfahrender Autos etc. Das ist eine reale und sinnvolle Diskussion, bei der die Frage im Raum steht, welcher Mensch hat am Ende des Tages die Verantwortung hierfür, sowohl vermögensrechtlich als auch sonst. Die wird sehr intensiv geführt und ist so wichtig, dass sie eben zum Beispiel die Ausbreitung autonomen Fahrens auch, sagen wir mal, zumindest zurückstellen kann. Ne? Bevor das nicht geklärt ist, wer da haftet, gibt es zu große Unsicherheit, um so eine Technologie einzusetzen. Aber in der Tat, genau, aber das ist nicht eine Frage nach, wer hat Rechte daran, sondern wer verantwortet den Einsatz, auch Fehlentwicklungen und Schäden, die das auslöst. Ich meine jetzt, wenn ich jetzt einen Roboter habe, der jetzt zum Beispiel eine Nanny ist und der mit meinem Kind was zusammen malt und der jetzt auch was Kreatives dann schafft, ob dann dieser Roboter ein Urheberrecht daran hat. Also ich sehe, mit meinem Konservatismus stoße ich hier auf gewisse Widerstände. Es kommt gleich noch eine Challenge. Also, wenn Sie diesem Roboter Rechte geben wollen, meinetwegen, geben Sie ihm Rechte, aber was soll das bringen? Also Sie begünstigen am Ende allenfalls den Betreiber, der diese Dinger verkauft, wenn Sie das irgendwie weiterspinnen wollen. Ne? Also sozusagen abstrakt an so Maschinen sowas zu geben, das übersteigt, da bin ich nicht kreativ genug zu sehen, was da der Sinn sein soll. Sozusagen, welches Verhalten soll ich dadurch auslösen? Das ist doch die Frage. Und das können ja diese Maschinen nicht. Die begreifen das ja nicht. Ne? Also das ist ja auch so ein bisschen so diese Vermenschlichung, die natürlich in dem Jan Bott drin steckt. Ne? Und das aber natürlich Ironie. Der begreift ja nicht, was er da macht, der Jan Bott. Das begreift er ja überhaupt nicht. Und der würde erst recht nicht begreifen, was es ist, da jetzt ein Recht zu bekommen. Genauso wenig wie mein Hund versteht, was ein Geldschein ist. Versteht er nicht. So könnte man Benjamin zur romantischen Kunstkritik zitieren und sagen, im Verständnis der romantischen Kunstkritik versteht der Künstler auch nicht, was er da tut. Ne? Also es ist dann die Arbeit des Kritikers, dem Künstler zu erklären, was er da getan hat. Und insofern ist die Analogie hergestellt. Das ist ein Nichtverstehen zweiten Grades. Ja, ja. Ja, Herr Graf, bitte. Vielen Dank, Herr Peukert. Aber die Frage, die sich ja schon aufdrängt, ist ja die, wenn wir diese ganze Technologie weiterspinnen, also wenn zum Beispiel Algorithmen herstellen, die dann wiederum irgendwas herstellen, oder wenn Maschinen sich selbst reproduzieren, dann haben wir ja schon ein bisschen die Entkopplung von dem Menschlichen. Und dann wird es ja schon irgendwann notwendig sein, sozusagen die Rechtsnatur auch von Algorithmen und Maschinen irgendwie zu regulieren, oder? Das wird ja auch in großem Umfang diskutiert, zum Beispiel Stichwort Rechte an Daten. Da könnte man diesen Sachverhalt übrigens auch drunter subsumieren. Also wenn jetzt ein Roboter bei Volkswagen aufzeichnet, wie häufig Ausschuss anfällt, dann ist das eine Information, die wertvoll ist für den Produktions-
Produktionsvorgang und so weiter. Und da ist seit einigen Jahren eine große Diskussion in der Industrie geführt worden, wem gehören denn diese Daten? Und Beispiel ist da natürlich immer das selbstfahrende Auto. Gehören die Daten dann dem Autofahrer, Volkswagen oder Google? Da ist man vorläufig auch aus Sicht der bundesdeutschen Industrie auf den Standpunkt gekommen, keine Rechte extra geben, sondern einfach die Daten generieren und faktisch kontrolliert sie einer. Nämlich bei den Kraftfahrzeugen der Kraftfahrzeughersteller, der die Hardware kontrolliert und auch kontrolliert, welche Software da drauf läuft und der sich dann in den Verträgen mit den Softwareherstellern wiederum die Rechte einräumen lässt, wer die Daten, das ist alles vertragsbasiert. Und keine zusätzlichen Rechte, schon gar nicht für die Maschine, sondern Herrschaft über Technik und ihren Einsatz, über Hardware und Software. Ne? Die Herrschaft über die Maschinen haben, die sind ja diejenigen, die dann auch deren Einsatz kontrollieren. Also bei Netflix gibt es ja dasselbe Problem im Prinzip. Nicht? Die Daten, die die User generieren, wem gehören die? Netflix erhebt Anspruch darauf. Wo es keine Geschädigten gibt, gibt es kein Unrecht. Aber man könnte ja auch mal prozessieren gegen Netflix und sagen, das sind meine Daten und ich will dafür bezahlt werden. Aber da gibt es natürlich das Abonnementsmodell. Das ist ein Vertrag, den die eingehen mit ihren Nutzern. Und dann kann Netflix sagen, wir geben euch so viel Content für so wenig Geld. Ihr könnt ja nicht plausibel darstellen, dass ihr wirklich geschädigt seid. Nicht? Ja. Heute haben wir gerade auch über dieses Phänomen, da gibt es eine ganz neue Richtlinie der Europäischen Union, wo eben erstmalig drinsteht, dass dass Daten, personenbezogene Daten für Dienste ein Geldäquivalent sind. Das ist ein sehr radikaler Schritt, hat jetzt mit unserem Thema nicht so viel zu tun, es zeigt, dass der Status von Daten in der Wirtschaft im Moment stark in der Diskussion ist und ungeklärt ist, ob das wie Geld zu begreifen ist oder wie ein Objekt, an dem man Eigentumsrechte haben soll oder gar keine Rechte. Also das ist eine Diskussion, die, glaube ich, an ihrem Anfang erst ist, womit ich mir vielleicht ein bisschen selbst widerspreche, aber das ist auch nicht schlimm. Ich würde gerne nochmal an den Anfang zurückkommen. Was Vincent Hediger gesagt hat mit den Grundlagen der Filmwissenschaft in dem Begriff von Autor und Werk, wenn sich das nun entkoppelt, wenn wir davon gar nicht mehr sprechen können, wieder von einem, also von keinem Autor geschaffenen Werk mehr sprechen können, was heißt denn das dann für die Filmwissenschaft? Ja, ich wollte vorhin sagen, rein formal gesehen könnten sich zum Beispiel Kulturökonomen und Filmwissenschaftlerinnen und Filmwissenschaftler verständigen darauf, dass dieser Algorithmus Kunst generiert. Der ist auf jeden Fall in der Lage, Neuheit zu produzieren. Und das ist, wenn man jetzt eine Blackbox-Perspektive auf Werke drauflegt und nicht fragt, wer hat es eigentlich gemacht, sondern nur fragt, ist da Neuheit zustande gekommen, dann ist das Kriterium erfüllt. Die Kriterien, mit denen wir so arbeiten, also Blick und Repräsentation und so, ich meine, gelten die noch in irgendeiner Form oder entwickelt sich sozusagen eine ganz neue Begrifflichkeit auch, um der Ästhetik gerecht, habhaft sie beschreibbar zu machen? Ah, okay, also zugänglich im Sinne von verständlich oder irgendwie nachvollziehbar. Also glücklicherweise sind das ja Loops, nicht? Da kann man eine halbe Stunde davor sitzen und irgendwann kann man es auswendig und das ist gewissermaßen Einübung in die Werkgestalt. Also was sicherlich wegfällt, ist die Vorstellung des Autorensubjekts als einer expressiven Instanz. Hier wird nicht Ausdruck produziert in irgendeiner Weise und eine beliebte
traditionelle analytische Kategorie der Filmwissenschaft ist, Werke als Ausdruck einer bestimmten Kultur zu sehen. Und da kann man sagen, ja gut, das ist vielleicht ein Ausdruck einer bestimmten niederländischen, unternehmerischen und juristischen Kultur. Man kann bei solchen Projekten manchmal fragen, würde so etwas irgendwo anders auf der Welt als in den Niederlanden überhaupt aus? Das ist eine berechtigte Frage. Ich habe lange genug da gelebt. Das fällt in gewisser Weise auch weg. Aber man kann natürlich immer noch filmanalytisch rangehen und man kann die Form beschreiben. Also es gibt offenbar im Algorithmus drin eine Schaltung oder wie auch immer das dann gemacht ist, wo die sogenannten Battement-Image, wie das in der Godard-Literatur heißt, reproduziert werden, die wir aus den Histoire du Cinéma kennen. Also wo zwei Bilder ganz schnell gegeneinander montiert werden, sodass man am Schluss beide gleichzeitig sieht. Das ist ein Montagemuster, das in der Filmgeschichte prominent zum ersten Mal in den Videoarbeiten von Godard in den 90er Jahren auftritt und das hier appropriiert wird. Also das ist etwas, was Jan Bott offenbar kann und gerne tut. Ne? Also einer seiner stilistischen Marker. Und dann kann man die Filme auch daraufhin anschauen, ob bestimmte Bewegungsmuster möglicherweise auch indiziert und gesucht und dann miteinander verschaltet werden. Also die klassischen Kategorien der vertikalen Montage bei Eisenstein, wo eben semantische Beziehungen hergestellt werden über formale Konflikte. Also eine Bewegung in einer Einstellung geht in Bewegung von links nach rechts und in der anderen von rechts nach links oder grafische Muster werden gegeneinander gestellt, um einen semantischen Mehrwert zu generieren. Das kann der alles. Ne? Und damit arbeitet dieser Algorithmus. Und in diesem Sinne kann man sagen, das kann man eigentlich durch die analytischen Kategorien der Filmwissenschaft, wenn man den Autor rauslässt, ganz gut auffangen. Aber wenn man an einer kulturellen oder individuellen Ausdrucksperspektive festhalten will, dann hat man das Problem, dass die juristische Person fehlt, der das zuzuschreiben oder zuzurechnen wäre. Da gab es noch eine Nachfrage hinten. Ja, mit dem Urheberrecht interessiert mich dann doch, weil das hat ja irgendjemand programmiert und insofern finde ich, ist es ja schon irgendwie ein künstlich hergestellter kreativer Prozess. Wenn ich jetzt das, weil, sage ich mal, sowas zu programmieren hat, glaube ich, erfordert auch eine gewisse Kreativität. Und was ist aber, wenn ich jetzt sagen würde, okay, ich gebe jetzt Jan Bott, das ist ja schon eigentlich ein richtiger Name, gebe ich jetzt trotzdem die Urheberrechte. Es gab mal einen Künstler, der so hieß im Übrigen. Bitte? Das ist eine Anspielung auf die Malerei des 17. Jahrhunderts. Okay, danke. Das wusste ich nicht. Auf alle Fälle, wenn man dem jetzt die Urheberrechte geben würde und das Filmmuseum jetzt sagen würde, wir spielen es auf Festivals als Vertreter, dann könnten die doch eigentlich Geld dafür kriegen, indem sie das als Gebrauchsrecht oder das Gebrauchsrecht haben oder das Nutzerrecht. Also ich könnte doch jetzt einen kreativen Roboter mir bauen und könnte doch eigentlich, wenn der Musik macht, sagen, ich spiele jetzt die Konzerte und cover ständig die Stücke von diesem Roboter, der eigentlich mir gehört, und bezahle die GEMA an diesen Roboter und krieg aber das Geld dafür. Eigentlich könnte ich doch Geld machen damit. Also das, wenn es faktisch möglich ist, würde das gehen. Das Computerprogramm zu schreiben erzeugt ein Urheberrecht am Computerprogramm, am Code. Und dann kommen wir in urheberrechtliche Feinheiten. Das, was man auf dem Bildschirm sehen kann oder was Sie hören, was das Computerprogramm dann generiert, das wird davon aber wieder unterschieden. Ne? Also, und da müssen Sie jetzt an Videospiele denken. Da kriegt der Programmierer ein Urheberrecht an dem Code und dann gibt es aber Designer, sag ich mal, die jetzt die Spielfiguren erstmal erstellen, die dann in dem Computerprogramm eingesetzt werden oder dort auftauchen. An diese visuellen und sonstigen Elemente. Und das ist ein zweites Urheberrecht. Ne? Und jetzt ist Ihr Fall eben wieder so, dass Sie sagen, ja, aber das zweite hat der Computer gemacht. Und da sind Sie wieder bei unserem Fall, wo ich sage, ja, wenn Sie das nicht vorhersehen konnten, dann ist das mit dem geltenden Recht nicht aufzufangen.
Wie gesagt, also noch sehe ich da kein so großes Problem, aber allerdings ist vorherzusehen, eben wie mit diesem Bellamy-Fall, mit diesem Gemälde, was so teuer war, wenn der Eigentümer das dann in einem im Städel ausstellt zum Beispiel und dann werden die Postkarten gemacht, dann wird der Eigentümer dieses Gemäldes kommen und sagen, für die Postkarten möchte ich aber extra Geld haben, ne? Und das ist dann der Moment, wo der Vermögenswert reinkommt und dann wird man sich irgendwie ein Recht ausdenken, was aber strukturell nur auf der Investition beruhen kann, ne? Auf darauf, was man an Geld da reingesteckt hat. Denn die Kreativität ist im Ergebnis, kommt gewissermaßen aus der Maschine. Ja? Es kann nur das Geld sein. Danke. Ja, genau. Aber dann ist es doch in diesem Fall eigentlich die freie Entscheidung des Museums gewesen, weil sie hätten ja auch sagen können, die Videos, die sind alle für 1,50 Dollar runterzuladen, die hätten dann wahrscheinlich ein Copyright-Vermerk, dass man sie nicht wieder irgendwo einstellt, aber da könnte ja keiner was dagegen sagen wahrscheinlich und da, dass sie das jetzt einfach freigeben, ist ja dann wiederum einfach nur eine freie Entscheidung der Institution, oder? Ja, sicher. Also wobei man sich natürlich bei gemeinfreien Inhalten fragen könnte, ob sie das dürfen, da irgendwelche Rechte drauf zu behaupten, die ich im Moment nicht sehen würde. Ne? Also im Moment sehe ich nicht, wo da Rechte sind und eine öffentliche Institution sollte auch keine behaupten, wo es keine gibt. Ne? Dafür haben sie das Steuergeld bekommen. Wobei, also die Filme, die Gustav Deutsch zum Beispiel gemacht hat mit demselben Material, das sind nun wieder urheberrechtlich geschützte Werke, ne? Die er aber auch im Auftrag mit einem Stipendium und so weiter gemacht hat. Was immer, also was ich von den Rückfragen immer wieder verspüre jetzt, ist, da gäbe es ein großes Verständnis dafür, jedenfalls Investitionsschutz zu geben. Ne? Wer es auf die Reihe kriegt, sowas wie Sie auf die Beine zu stellen und zu sagen, ich mache dann da, generiere Musik, der hat es verdient. Jedenfalls über den Aufwand und die Intelligenz, das so zu bauen, ein Recht zu erhalten. Und das wäre juristisch machbar. Man müsste es kodifizieren und dann gäbe es das. Ne? Und dann müsste sich fragen, wie lange dauern die Rechte? Ja, ein Jahr wie für die Presseverleger oder 70 Jahre wie für die Tonträger, für die Musikindustrie. Das ist dann Frage des Lobbyens. Oder eben 95 oder 105 in den USA als eine Folge des Lobbyings von Disney. Was? Ja, genau. Genau. Ja, bitte. Ja, wir reden die ganze Zeit darüber, dass man vielleicht irgendwann versuchen muss oder wenn ein Problem sich auftucht, Rechte zu finden und jemanden Rechte zu übertragen. Aber oder auch sich eben die Frage zu stellen, wer dann der Autor ist. Aber kann man sich nicht auch eigentlich die Frage stellen, ob halt diese Autorschaft und auch das Urheberrecht nicht einfach überholt ist und solche Fälle das aufzeigen und dass sich viel mehr Gedanken darum gemacht werden sollte, Alternativen zu finden, mehr mit Open Source zu arbeiten oder mit anderen Lizenzvereinbarungen, die offener gestaltet sind als das Urheberrecht. Möglicherweise ist das wieder, also jedenfalls ist das ein Phänomen, das in der Digitalisierung leichter zu bewerkstelligen oder überhaupt erst zu bewerkstelligen ist, weil offenbar braucht man unten drunter ein Computerprogramm, um die künstliche Intelligenz zu haben. Und insofern hängt es mit der Digitalisierung zusammen, die das Urheberrecht ja in vielerlei Weise herausfordert. Mein Eindruck ist, und ich bemerke, ich wiederhole mich nur noch, insofern macht es nicht mehr so viel Sinn, mehr mich noch was zu fragen, die Technik ändert nichts am Markt. Ne? Die marktlichen Verhältnisse um die Technik herum sind da. Und erforderlich grundsätzlich zum Überleben ist es, ein Einkommen zu erzielen und das muss zunächst mal marktbasiert sein. Und solange das der Fall ist, ist es relativ leicht jetzt hier im Kino zu sagen, da müssen wir da mal das umstellen und andere Konzepte anwenden. Da muss man die marktlichen Verhältnisse mitdenken. Das wäre mal die pauschale Antwort.
Und wie gesagt, hier bei diesen computergenerierten, da sehe ich schon gar keinen. Da würde ich sagen, nicht regulieren ist auch eine sehr zugangsfreundliche, weil ich keine weiteren Rechte oben drauf lege. Da wird mir ja gesagt, der Output, den kannst du nehmen, weil die Maschine hat keine Rechte. Und der, der sie einsetzt, konnte das Ergebnis nicht vorhersehen, also steht es ihm nicht zu. Und also die Haltung, den Output, den kannst du nehmen, das ist genau die Politik der Institution hier. Also Open Access, es gibt einen Ethos von Open Access, Open Source. Und damit steht, und jetzt sind wir wieder bei der Kulturspezifik und den Niederlanden, das EI-Filminstitut überhaupt nicht allein, denn das Rijksmuseum macht genau dasselbe. Das Rijksmuseum hat eine Politik aufgelegt, wo die eigentlich die Digitalisate ihrer ganzen Sammlungsbestände einfach zur freien Nutzung zur Verfügung stellen. Nicht? Im krassen Gegensatz zu anderen vergleichbaren Museen, die das bewirtschaften wollen ohne Ende und mit dem Museumsshop einen guten Teil ihres Umsatzes machen. Das Rijksmuseum hat einfach jetzt vor 3-4 Jahren gesagt, nehmt das Zeug und macht damit, was ihr wollt. Also wir sind eine Ressource kultureller Produktion. Wir sind hinreichend ausfinanziert. Wir haben auch durch Kasseneinnahmen genügend Mittel für unsere Sammlungspflege. Mit den Digitalisaten könnt ihr machen, was ihr wollt. Und das ist dieselbe Haltung hier. Also insofern muss man sagen, die Institution zumindest wird keine Rechte geltend machen, weil das nie die Politik dieser Institution war. Im Übrigen, also es gibt schon filmwissenschaftliche Arbeiten dazu. Christian Goswig-Olesen ist promovierter Filmwissenschaftler, der über Archivgeschichte arbeitet und der hat hier ein Essay darüber, wie man diese Filme aus wissenschaftlicher Sicht auch noch anschauen kann. Ja. Noch eine Nachfrage, bitte. Weil mich das wirklich interessiert. Ja, gut. Also, und ich möchte auch nicht, dass Sie sich wiederholen, aber ist das... Tut er auch nicht, er ist zu bescheiden. Also, weil als zum Beispiel die ISS, als es die ISS dann gab es ja zum Beispiel erstmal Richtlinien zwischen den Ländern, das war ja noch kein Weltraumrecht. Und das gab es ja vorher auch nicht. Das gab es ja erst eigentlich, als es irgendwie die ISS gab. Und worauf ich hinaus will, ist, dass das vielleicht jetzt der Anfang ist und dass es einfach noch nie so weit kam, dass es einen Präzedenzfall gab, wo jemand wirklich gesagt hat, das ist mein Roboter, der hat Urheberrechte und die melde ich jetzt an. Also ich glaube aber schon, dass das irgendwann darauf hinausläuft, weil, wie gesagt, also ich habe mich mal erkundigt, man kann mittlerweile tatsächlich, wenn man europäisches Recht studiert, kann man auch Weltraumrecht mittlerweile studieren. Das ist echt ein Studiengang. Und klar. Ich glaube, das ist ja auch, war ja auch eine Entwicklung einfach, dass man gesagt hat, wie ist denn das, als der russische Satellit auf französischen Boden gefallen ist, haben sie alle lamentiert, wer bezahlt es jetzt, um das wegzumachen. Also da gab es wirklich tatsächlich Diskussionen darüber. Und ich glaube, das ist einfach doch eine Frage der Entwicklung und der Zeit, wann tatsächlich der erste Computer ein Urheberrecht vielleicht dann besitzt oder nicht. Oder was meinen Sie, wohin sich das entwickelt? Ich wollte gerade sagen, ist das nicht ein schönes Schlusswort? Ja, genau. Denn das lässt doch jetzt, einen Blick offen. Jetzt sind wir im Weltraum angelangt. Genau, bevor ich jetzt wieder sage, ach was, das ist alles unrealistisch, sollten wir lieber diese Vision im Raum stehen lassen, finde ich. Und es ist die ideale Überleitung zur nächsten Diskussionsrunde am Dienstag, wo wir über genau diese Art von Imagination und Fantasie und ihr Verhältnis zur künstlichen Intelligenz diskutieren wollen. Ja. Vielen Dank Ihnen allen für die Geduld und Aufmerksamkeit und Alexander fürs Kommen und fürs engagierte Diskutieren. Und wenn es Sie interessiert, am nächsten Dienstag machen wir noch eine Runde. Bis dahin.